So, und herzlich willkommen wieder zurück zu Devil May Cry 4 mit euren Giga Tobi. Jawohl. Naja, war jetzt von der Zeit her so nicht so nice, habe ich schon länger gebraucht. Aber okay, ich bemühe mich, das doch irgendwie noch besser hinzukriegen alles. Ich war eben halt nur ein bisschen bad auf dem Boss, weil der war irgendwie ein bisschen kacke, kam da nicht irgendwie drauf. Wo da irgendwie angezeigt worden ist, dass ich da die Fühler greifen muss, aber gut. So. Weiter geht's. Mission 5. Trisagion. Folgen Sie sich den Flügeltalisman. Holen Sie sich den Flügeltalisman. Was habe ich da für einen Scheiß gerade gelabert? Naja, gut. Achtet meistens nicht immer so drauf, Leute. Ich fasselt da irgendwelchen Scheiß. So, ich nehme erstmal Speed. Wegen schneller Rennen. Habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Und wir haben jetzt über 10.000 Punkte gesammelt. Ja, das nehmen wir uns auch immer. Halten Sie wie gedrückt, bis der Devilbringer zu grün beginnt. Dann los. Lassen. Dann schießt das auch noch. Ist ja geil. Okay. Wir brauchen wieder eine Menge wieder an Punkte. Mann. Optimieren, ausgewogen. Die Lebenssteine kosten echt eine Menge Batzen. Selbst hier die blauen Kugel für mehr Leben oder die goldenen für Wiederbelebung. Können wir aber nur 3 davon haben. Und von den blauen Kugeln können wir 6 Stück davon kaufen. Naja. Gut, dann beginnen wir mal Mission 5. Genug geshoppt. Soldatenfriedhof. Na, was kommt wieder auf uns zu? Da war doch was. Erinnert mich stark an die komischen Sensenmänner von Devil May Cry 3. Wollen die uns irgendwie trollen oder warum sind die hinter den Zaun? Da sind die ja. Komm schon. Ah, hier. Ihre wahre Gestalt, diese komischen Krebsgeschwüre, was da drin ist. Hey. Mann. Bams! Automatische Suche. Nach Erhalt eines Husokalka-Leichnams beginnt der Devilbringer beim Betreten mancher Gebiete in grüner Licht zu erstrahlen. Ist dieses Licht zu sehen, sollten Sie seinem Ruf folgen und in der Nähe nach Objekten und Geheimmissionen suchen. Cool. Ha!
Ja, Mann, schneller rennen. Es leuchtet hier irgendwo. Ach, Geheimmission bestimmt wieder. Geheimmission. Gewaltloser Widerstand. Erreichen Sie einen höheren Stilrang, ohne Angriffe zu benutzen. Hä? Mal ausprobieren. Ich habe den anderen leider nicht irgendwie kapiert. Gucken, ob ich die. Was? Hä? Warum das denn nicht? Was ist das denn? Ich soll immer ausweichen, dann kriege ich Ausdauerpunkte oder was? Wow. Na Mann. Stehe ich auch nicht so. Raum des Meisters. Ja, ohne euren Schild seid ihr machtlos gegen Neros Schwert, die Red Queen. Das ist hier das Raum des Meisters. Hier hat unser Meister sein Zimmer gehabt. Weil das ist eigentlich der Meister, der eigentlich am Anfang gestorben ist durch Dante. Weiß ich gar nicht mehr so weit. Aha. Das haben wir ja auch schon mal letztes Mal gesehen hier. Aber ich weiß nicht, wofür der jetzt gut ist, aber... Wow. Nicht ausflippen hier jetzt. Mann, raus hier. Du sollst da dazwischen durch. Hä, hey, hier ist auf einmal so eine Brücke. Also so ein Übergang. Da. Ah ja, in diesem Raum waren wir auch. Hallo? Geil. Ja, alles mal kaputt machen. Jetzt fallen wir ja mehrere Stockwerke wieder runter. Ich dachte, wir machen ja nicht genug Schaden in diesem Palast. Also in dieser Burg hier. Hä? Kann ja aber nicht. Ich konnte nicht lenken. Ah, hier wieder. Diese komischen Viecher. Zack. Warte mal, ich muss mal kurz bei den Fähigkeiten nochmal schauen. Bei Devilbringer. Snatch. Plus AP. Aufladbarer Schuss. Ah. Ist ja geil. Mann. Oh, fühlt sich jetzt ganz toll. Nimm das, du ekliges Viech.
Das ist cool, da konnte er doppelt schießen. Flügeltalisman. Ein Talisman aus kristallisiertem Engelsflügel. Er kann in einigen Gegenständen eine göttliche Reaktion herbeirufen. Oder hervorrufen. Ja. Oh, hier. Leben. Aber keine zerstörbaren Objekte, um auch noch zusätzlich Punkte zu kriegen. Oder hier? Auch nicht. Und hier, was da? Kann man auch nichts machen. Ach, hier, das ist doch hier wie so Trampolin. Folterraum. Und jetzt kommen wieder Gegner auf uns zu. Diese komischen Puppet-Clowns hier irgendwie. Oh, lol. Oh, jetzt kommen auch noch die anderen wieder. Endlich. Der hat uns auch noch wieder Leben gebracht. Nice. Was erwartet uns jetzt hier wieder? Ach, hier diese Eiswesen. Woo, 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 bam. Alter, geht's doch klar oder was? Nimm das. So cool, wie Neo einfach abgeht. Mit seinen Armen kann er einfach die Gegner so manipulieren irgendwie. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, wir müssen jetzt wieder zurück zu der Halle, so wie ich das weiß. Ja, gut. Da müssen wir auch hin jetzt. Hat sich ja nach den ganzen Rätseln ja auch ein bisschen gelohnt, jetzt irgendwie mal wieder endlich weiterzukommen. Auch beim Boss.
Immer alles kaputt machen jetzt hier, Schloss. Nero, ey. Einfach mal reinspazieren. Haben. Hallo? Ah, geht doch. Ja, schon, warum kriegen wir den Stern dann nicht? So. Untergrundlabor? Hä? Die haben ein Labor hier unten? Was geht hier nur ab? You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness! You look magnificent! You sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command? Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Credo. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course. Voll so Professor, oder? Speichern? Ja, interessant. Also lebt er ja noch. Aber innerlich ist er noch ein Dämon. Voll ganz komisch, dass der da noch irgendwie... Dass die da nichts dagegen tun. Vielleicht haben die ja so viel Respekt vor den Hochwürdigen oder wie den ihn auch nennen. Mission 6, Auferstehung. Setzen Sie wahre Kraft in Ihren Inneren frei. Das hört sich interessant an. Inneren Kraft. Thank you.
Bruce ist also unsere Waffe, der Devilbringer ist also unser... Heftig. Gut, dann legen wir jetzt eigentlich mal los. Untergrundlabor. Blauen Stein gefunden. Warte mal. Toll, geht auch nicht. Zugang zum Labor. Wow. Finde ich so geil. Geht immer voll auf Kettenfahrt. So. Ey. Am wenigsten haben wir jetzt den Doppelsprung drauf. Mann, bleibt doch noch stehen, ihr blöden Viechern. So, geht doch. Einen habe ich jetzt schon mal. Rausgefischt. Oh, das ist so Link, ey, sowas. Jawohl, denen haben wir es gezeigt, die blöden Biester. Wieso musste ich da jetzt hin? Nee, eigentlich nicht. Ich muss ja jetzt hier nach oben. Yeah.
Was ist das denn jetzt? Spielzimmer? Kann ich jetzt nicht lesen. Oh Mann, Leute! Ich stell das bald ab bei Let's Plays, weil das ist total nervig. Da kann man nebenbei gar nicht lesen. Okay, Leben und Tod in dieser Hölle betreffend. Spinnen wir das Netz der Umstände hier. Falls du wirklich voranschreiten möchtest, empfehlen wir dir, dein anderes Ich zur empfohlenen Tür zu geleiten. Und jetzt entscheiden wir dein Schicksal. Schlage uns oder dein Fortschritt endet hier. Naja gut, das werde ich im nächsten Part machen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder nächstes Mal dabei sein würdet. Schaut sonst auch unten in der Videobeschreibung, findet ihr weitere Informationen. Und außerdem, ja, findet ihr auch andere Projekte, falls ihr mal auf was anderes Bock habt und nicht dieses Projekt momentan. Ja, das bleibt alles für euch offen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt nächstes Mal. Euer Jigatobi. Peace and out. Yo.